Scheiße, was ist passiert? Ja, was ist mit meinen Haaren passiert? Ich weiß es auch nicht, die sind weg. Einmal neu wachsen lassen. Willkommen zu diesem Video. Hi. Wir haben uns lange nicht mehr voneinander gehört. Es ist viel passiert. Ich habe mir viele Dinge überlegt und ich wollte einfach mal alles so rauslassen jetzt. Am besten so schnell wie möglich. Meine Webcam, das ist doch der Grund, warum ihr mich unter anderem nie in Videos mittlerweile seht. Meine Webcam geht scheinbar kaputt. Die flackert nach einer Zeit immer oder bleibt komplett hängen. Deswegen will ich jetzt das alles mal schnell hinter mich bringen. Ich habe einen neuen Kanal gemacht. Der heißt Skaten. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, weil dieser Kanal wird nicht länger aktiv betrieben. Ich werde auch auf dem neuen Kanal mein Versprechen nicht einhalten können, wöchentlich Videos zu machen. Aber ich werde euch jetzt ganz genau erklären, was ich mit dem neuen Kanal bewirken möchte und warum ich das Ganze mache. Man soll eigentlich nicht auf Zahlen achten, so, aber ihr seht es ja selbst. Meine Abonnentenzahl beträgt 27.000 und dann sehen so 500 Leute das Video. So 500 Klicks auf dem Video. Eigentlich sollte mich das gar nicht interessieren und so von den Zahlen her, technisch, von dem Geld her interessiert mich das auch gar nicht, aber es demotiviert mich einfach zu sehen, wie viele Leute mich nur wegen den Illuminati Confirmed Videos abonniert haben und die ganzen anderen Videos einfach außen vor lassen, obwohl da viel mehr Liebe und viel mehr Herz drin steckt als in Illuminati Confirmed Videos. Und deswegen für die wenigen Leute, die geblieben sind, erstmal ein fettes Danke an euch. Schön, dass ihr mich unterstützt. Ich bin euch richtig dankbar. Macht mir richtig Spaß mit euch. Ihr könnt einfach auf den neuen Kanal umswitchen. Einfach auf den neuen Kanal kommen, da wird genau das gleiche hochgeladen wie hier. Nur ist es dann wahrscheinlich schöner. Ein bisschen entspannter, sage ich mal. Dann sehen wir so. An einem Beispiel jetzt, ich habe 300 Abonnenten und 300 bis 500 Views auf dem Video. Perfekt. Ey, da habe ich dann richtig Spaß dran. Da sehe ich so, ihr seid so 100% dabei. Wenn ich jetzt gucke, 500 Views auf dem Video und 27.000 Abonnenten, dann denke ich mir, wo sind die ganzen anderen hin? Was ist mit denen? Die haben mich abonniert. Kriegen die keine Benachrichtigung? Ignorieren die mich komplett? Sind die zu faul, mich zu deabonnieren? Gibt es die Accounts gar nicht mehr? Was weiß ich? So, das macht einfach keinen Spaß. Es macht viel, viel mehr Spaß, eine aktive und enge Community zu haben, als dieses breit gedehnte, so 10 Leute kommentieren und gucken das Video und unterhalten sich dann auch in den Kommentaren mit mir und bla. Und die anderen machen einfach gar nichts. So, da finde ich es schöner, wenn wir alle zusammen auf den neuen Kanal kommen, ein bisschen Spaß dazu zusammen haben. Mein Kanalkonzept ist einfach Skaten. Wenn du Bock hast, komm vorbei. 5 bis 10 Minuten Videos, pure Unterhaltung, das, was ich am besten machen kann. Ich möchte halt nur mit Freunden aufnehmen, nicht alleine, so, deswegen kann ich nicht versprechen, dass wöchentlich ein Video kommt. Die haben auch ihr Leben, die müssen auch arbeiten und dies und das. So, aber wenn ich was habe, lade ich das hoch, wenn ich damit zufrieden bin. Ja, und das ist einfach, setz dich hin, genieß 5 bis 10, bis vielleicht auch 15 Minuten, einfach mal ein bisschen Unterhaltung, keine Ahnung, entspann dich ein bisschen. Und danach gehst du wieder deinen Weg, ich gehe meinen Weg und fertig. So einfach ist das, das ist mein Kanalkonzept. Deswegen heißt es einfach Skaten. Aber ihr habt schon öfter in Videos gesagt, das ist so ein Gag unter mir und Kollegen geworden, einfach schon seit 2 Jahren oder so jetzt. Skaten ist einfach eine Mischung aus, was geht denn? So, was geht denn? Skaten. Fertig. So, wie gesagt, da wird weiterhin Gaming kommen und dieses Photoshop-Zeug und sowas. Illuminati Confirmed endet mit diesem Kanal komplett, dadurch, dass dieser Kanal jetzt inaktiv ist, einfach weg. Er ist da, man kann sich die ganzen alten Sachen noch anschauen, aber der Kanal an sich wird nicht mehr betrieben. Endet auch Illuminati Confirmed komplett, mache ich nicht mehr. Habe ich keine Lust drauf, finde ich auch nicht die Zeit für. Ich mache das, worauf ich Bock habe und wenn es euch gefällt, ist perfekt. Ich hoffe, wir werden zusammen eine Menge Spaß haben auf dem neuen Kanal. In dieser kleineren Community zwar, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich kann euch weiterhin unterhalten. Dann noch was zu den Social Medias, genau. Ihr müsstet mal in YouTube in den Community-Tab öfter reinschauen vielleicht. Der ist wirklich sehr gut, also der Community-Tab ist richtig und wichtig. Da schreibe ich viele Sachen rein, mache Umfragen unter anderem oder poste, wenn ein neues Video draußen ist. Also einfach mal, wenn ihr auf dem Handy seid, seht ihr das sowieso am Anfang auf der Startseite immer, wenn ihr durch euren Feed scrollt. Aber wenn ihr auf dem Rechner seid, einfach mal auf den Kanal gehen, auf den Community-Tab oder so. Weil ich benutze den wirklich. Das ist halt für mich jetzt die Anlaufstelle für mein ganzes YouTube-Stuff. So, meine Social Medias wie Twitter, Instagram, Facebook habe ich gelöscht übrigens. Nicht mehr auf Facebook gehen. Twitter und Instagram sind für mich einfach nur noch so privat. Wer sich mehr mit mir als Privatperson beschäftigen möchte, kann da vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung, wird wahrscheinlich auch hier eingeblendet, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten einfach Community-Tab, da sind die ganzen wichtigen Sachen, wenn ihr irgendwas bezüglich YouTube wissen wollt oder sowas, wenn irgendwas gerade ansteht.
dann schreibe ich das in den Community-Tab. Und da könnt ihr euch auch beteiligen an Umfragen und so einen ganzen Scheiß und auch den Kanal mitbestimmen. Das ist wichtig. Ich möchte das zusammen mit euch machen. Ich möchte nicht einfach mein Ding durchziehen. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Aber ich möchte auch euch bieten und euch liefern, was ihr möchtet. Aber halt in dem Rahmen, wo ich sage, ey, das ist für mich vereinbar. Vereinbarbar? Das ist für mich vereinbarbar? Alter, keine Ahnung. Aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. So, wo ich sage, wir können einen Kompromiss schließen. Darauf habe ich Bock. Ihr habt darauf Bock. Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Dinge, aber man kann das beides zu einem zusammen machen und dann kommt trotzdem was Geiles bei rum. So möchte ich das machen. Jetzt nochmal, falls ihr mich doch nicht verstanden habt. So, und dann würde ich euch, wie gesagt, einfach herzlich einladen, auf den neuen Kanal zu kommen. Ja, es geht weiter mit Memes. Weiter mit Meme-Gameplays einfach. Wer mich als Privatperson ja kennt, beziehungsweise wer mich ein bisschen verfolgt hat, weiß, ich liebe Memes einfach über alles, bin immer auf dem neuesten Stand, was Memes angeht. Und ich baller einfach die Memes raus, wie es geht. So, wenn irgendeine Vorlage in einem Gameplay ist, um dann ein Meme draus zu machen, direkt ein Meme. Das ist das Beste. So, also wenn ihr Bock auf Memes habt, wenn ihr Bock auf Gameplays habt und auf einfach den Scheiß, den ich jetzt schon gebracht habe, wenn ihr weiterhin einfach das sehen wollt, was ich jetzt machen möchte, folgt mir auf dem neuen Kanal. Ich werde mal gucken, dass ich die Tage da vielleicht mein Video hochlade. Ich kann nichts versprechen. Ich verspreche gar nichts. Nichts. Nix, nada, null. Weil ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand meiner Kollegen Zeit hat. Aber gut, das war es erstmal von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Skaten auf dem neuen Kanal. Und war eine echte schöne Zeit hier mit aufs Rotting mit euch. So. Aber irgendwann muss alles mal enden, aber es geht ja weiter. Es geht weiter, es geht immer weiter. Niemals aufgeben. Macht's gut, Freunde, wir sehen uns. Bis dann.